Wäre es dann eine Alternative, das Auto komplett stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzuschalten? Ja, es ist halt unbequem und manchmal muss ich das Auto haben und ich kann nicht ohne Auto sein. Und wie gesagt, der Preis ist viel, viel zu hoch. Und das ist nicht nur meine Meinung, ich habe 3 Töchter, die müssen alle eher sparen, weil sie ein Auto haben. Den Benzinpreis nicht vermögen. Das wäre nicht möglich, weil ich wohne in einem kleinen Dorf in Trieben, in der Steiermark in Trieben und da ist man mit dem Auto, braucht man Auto. Da kann man nicht mit dem Autobus setzen, na gut, in die nächste Ding, aber das ist zu umständlich. Also ich würde da nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel, weil da gibt es nur einen Zug und einen Autobus und mehr nicht. Also da, ich brauche das Auto in dem Fall nicht. Also ich könnte da nicht verzichten drauf. Ich habe 2 Autos, ich habe eins im Sommer und eins vor allem das ganze Jahr. Also notwendig kann ich mir es leisten, nicht? Aber es ist so, wie gesagt, es ist wie mit dem Rauchen, nicht? Man muss, wenn man weiter rauchen will, muss man halt den Preis akzeptieren, oder sonst muss man halt wirklich zu Fuß gehen, oder? Zu Fuß gehen, wie Vorarlberger sagen, oder? Wäre das keine Alternative für Sie, aufs Auto komplett zu verzichten und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen? Also komplett würde fast gerne gehen. Wir fahren eh nur ein Auto, oder? Aber das brauche ich eigentlich hauptsächlich zum zur Arbeit gehen. Wir haben zwar eine Verbindung in den Betrieb, aber der ist, da wäre ich also 5-mal so lange unterwegs, wäre 1,5 Stunden auf dem Weg und das für eine Strecke von circa 10 Kilometern. Also es ist fast nicht möglich.